ist kein leichtes Thema, was ich mir vorgenommen heute habe, heute Abend. Denn eines greift ins andere und schon Napoleon als, schon de Gaulle, als er als junger Offizier zur Zeit des französischen Mandats in Syrien dorthin gereist ist, hat damals die Worte gesagt: Vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. In den komplizierten Orient reiste ich mit einfachen Vorstellungen. Das gilt leider für die heutige Politik weiterhin und in verstärktem Maße. Ich bin sehr froh, dass Herr Gauweiler die Worte des Papstes erwähnt hat. Es geht ja nicht nur um die römisch-katholischen Christen, es geht auch um die syrisch-orthodoxen, es geht um die griechisch-orthodoxen. Und eine der Tragödien, die uns berühren sollte und die in unseren Medien im Grunde gar nicht aufgetaucht ist, ist, dass die beiden Staaten, die säkular waren und tolerant waren gegenüber ihrer christlichen Minderheit, die immerhin ungefähr 10% ausmachte, dass die jetzt, sagen wir, in die stärkste Bedrängnis kommen. Ich will also absolut kein Plädoyer hier für Saddam Hussein aussprechen, aber Saddam Hussein und Saddam Hussein haben die Christen des Irak ungestört gelebt und wurden nicht bedrängt. Inzwischen ist die Hälfte von ihnen schon geflohen. In Syrien ist die Situation ähnlich und die Salafisten, die Extremisten, die ganz offen mit Al-Qaida zusammenarbeiten, das ist ja das Erschreckende in der jetzigen Situation, dass die kampfkräftigste Organisation der Opposition gegen Assad, Nusra, die Front des Beistandes, dass sie sich ganz offen mit der Al-Qaida, soweit diese Organisation wirklich existiert hat, man darf da auch nicht unsere Maßstäbe anlegen, aber mit der Al-Qaida von Mesopotamien, also des Irak, zusammengetan hat. Und als ich vor ein paar Monaten im Irak war, und zwar bei den höchsten schiitischen Geistlichen, diese Großayatollahs, ich glaube, man muss 30 Jahre studieren, um Großayatollah zu werden, da haben die gesagt, wie kommt es denn eigentlich, dass die Christen Europas und Amerikas sich nicht für ihre Glaubensgefährten einsetzen? Das hat nicht stattgefunden. Von Seiten also der syrischen und irakischen Al-Qaida bereits die Erklärung ergangen ist, und das ist eine ganz öffentliche Erklärung gewesen, die Christen, die sollen dann nach Beirut, also in Libanon, wobei auch schon aus dem Libanon eine große Flucht eingesetzt hat, und die Alawiten, das ist diese Sekte, die schwer definierbar ist, ich will da nicht drauf eingehen, das ist also nicht etwa eine schiitische, aber das ist viel Schamanistisches drin, das ist eine Geheimreligion, wurde schon zur Zeit der Osmanen massakriert und verfolgt, die wissen, dass ihnen der Tod bevorsteht. Aber wenn wir jetzt schon vor der Frage stehen, dass wir syrische Flüchtlinge aufnehmen, dann würde ich doch dafür plädieren, dass wir erstmal die christlichen Syrer beantragen. Die uns nahestehen, die einen hohen Bildungsstand hat und die sehr fleißige Leute sind und sehr, sehr schnell integrierbar sind hier auch. Nur um diesen Aspekt zu erwähnen. Im Moment ist ja die große Frage, nicht wahr, wird ein amerikanischer militärischer Schlag stattfinden? Und der Präsident Obama hat ja bereits gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das 2 oder 3 Tage. Schon allein die Tatsache, einen solchen Schlag anzukündigen, entspricht ja nicht präzis den militärischen Voraussetzungen. Man sagt ja sowas nicht vorher. Man zeichnet auch nicht eine rote Linie, nämlich in die rote Linie stört man sich ja selber auch ein. Insofern ist es im Grunde eine große Torheit gewesen. Aber wenn also, sagen wir, wirklich diese 2 oder 3 Tage Bombardierung stattfinden sollte, was würde es denn ergeben? Und da muss ich meine große Bewunderung ausdrücken für
einen amerikanischen General, den derzeitigen Vorsitzenden der Joint Chief of Staff, Martin Dempsey. Und der ist von Präsident Obama gesagt worden, was können Sie in den binnen einer kurzen Frist, oder längeren Frist auch, in Syrien militärisch fertigbringen. Er sagte, ich kann natürlich die syrische Luftwaffe auslöschen. Ich kann die Flugplätze zerstören. Ich kann gewisse Kommandozentralen zerstören. Und das kostet dann aber so und so viele Milliarden pro Woche. Und am Ende, was steht dann? Was haben wir damit erreicht? Wir sind in der seltsamen Situation, dass die großen konventionellen Mächte, auch mit ihren konventionellen Mitteln, die sie bisher angewandt haben, und die bisher als unfehlbar galten, ich habe mir doch nicht vorgestellt, dass, sagen wir, die Sowjetunion früher oder die Vereinigten Staaten von Amerika durch irgendeinen Mini-Staaten mal in Bedrängnis gebracht werden. Aber wir haben eben das seltsame, sind in der seltsamen Situation. Die Israelis haben dafür das Wort des Asymmetric War gefunden, dass der hochentwickelte Partisanenkrieg, der hochspezialisierte Partisanenkrieg, der wirklich professionell ist, wie zum Beispiel die Hezbollah, die schiitische Hezbollah im Libanon fertig gemacht hat, dass die in der Lage sind, eine große Armee zu nehmen. Wir haben das, gut, jeder denkt an Vietnam, jeder denkt an den Irak und jeder denkt natürlich an Afghanistan, nämlich wir sind noch nicht raus aus Afghanistan. Und jetzt steht uns eben Syrien ins Haus. Und Syrien wird ein sehr viel härterer Brocken werden, als andere gewesen sind. Zumal Russland gesagt hat, das ist, sagen wir, eine kriegerische Entwicklung in Syrien nicht einfach tatenlos hinnehmen wird. Das heißt nicht, dass die Russen den Krieg angreifen werden. Aber sie werden die syrische Armee so weit am Leben halten, kampffähig erhalten, dass sie Widerstand leisten kann. Und die syrische Armee ist eine überragende Armee, aber sie ist, sagen wir doch, weiterhin in der Lage, nicht nur mit Giftgas, sondern auch mit konventionellen Mitteln, die westliche Allianz lange hinzuhalten und die Entscheidung der Bundeskanzlerin nicht daran teilzunehmen, die kann ich auch nur voll bejahen. Es ist ja. Wir sind ja in der seltsamen Situation, dass im Grunde mit den USA sich wirklich solidarisiert hat, nur Frankreich. Die anderen haben so halbblatt, die Engländer sind völlig ausgeschieden, zur großen Überraschung, nicht der Vorzugsverbündete hat auf einmal nicht mehr mitgemacht. Aber Frankreich hat es gemacht und ich kann darüber offen sprechen, ich habe neben den Deutschen ja auch die französische Staatsangehörigkeit. Und muss ich sagen, dass die Absicht von Hollande, dass die Masse des Volkes, auch hinter 60%, 70% der Frauen, sind ebenfalls gegen den Eingriff, wahrscheinlich damit versucht, die Inferiorität, die Frankreich im Moment gegenüber der Bundesrepublik in Europa hat, dadurch zu kompensieren, dass sie den Amerikanern eben als, wie soll ich sagen, Schwertgefährte, als enger Verbündeter zur Seite steht. Und wir haben das in Libyen erlebt, die französische Luftwaffe hat sehr gut operiert, aber nach einer gewissen Zeit, nach 3 Wochen, es hat eben sehr viel länger gedauert, als man gedacht hatte, musste dann die amerikanische Luftwaffe doch mit Anlieferungen von Bomben und auch logistischem Schutz und logistischer Koordinierung eintreten. Und wir haben, also zum Beispiel die französische Armee hat, das heißt, mit einer gewissen Genugtuung erfüllt hat, in Mali einen glänzenden Feldzug hingelegt. Das war aber nur möglich, weil ein Teil der Bevölkerung dort wirklich auf Seiten der Franzosen gestanden hat. Es ist immerhin bemerkenswert, dass da in Schwarzafrika, in Sudan, auch bei den Tuareg, die Leute dann die Ankunft der Franzosen mit Vive la France begrüßt haben, weil sie
diese Unterdrückung durch die Salafisten, durch diese Al-Qaida des islamischen Maghreb, den es ja auch schon gibt, nicht mehr ertragen haben. Aber natürlich besteht jetzt für Frankreich die Notwendigkeit, so schnell wie möglich aus dieser Gegend wieder rauszuziehen. Nicht? Man kann mit den heutigen Mitteln, die den europäischen Staaten zur Verfügung stehen, keinen langen Krieg mehr führen. Das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede eine große Umwälzung, die es gegeben hat, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die 1945 noch als die sieghafte Macht überhaupt dastanden. Ich meine, die hatten ja nicht nur die Landung in der Normandie und in Italien fertiggebracht, sie hatten ja gleichzeitig, was der schwerwiegendere Krieg war, den Krieg im Pazifik gegen die Japaner gewonnen. Und diese Supermacht ist auf einmal nicht mehr in der Lage, mit Staaten wie Afghanistan oder dem Irak zu vorankommen. Und schön, dass ich immer von einem zum anderen springe, aber im Moment ist ja diese Debatte über den Einsatz von Giftgas in den östlichen Stadtvierteln von Damaskus, steht ja zur Debatte. Und seltsam ist, die grausigste Anwendung von Giftstoffen hat genau an dem Tag stattgefunden, an dem die Kommission, die Uni-Kommission dort angereist ist, um nachzuprüfen, was denn dort stattgefunden habe. Bisher wird nur untersucht, ob Giftgas angewandt worden ist und welche Art Giftgas. Es ist noch nicht die Debatte darüber entschieden worden oder richtig angepasst worden, wer der Verantwortliche ist. Und natürlich wird die Schuld sofort, und das ist ganz seltsam, in diesem syrischen Krieg ist von Anfang an ein Kesseltreiben gegen Hafez al-Assad hat das stattgefunden. Und natürlich sagt jeder, das war Assad, das war kein Zweifel, das kann nur er sein. Dann habe ich die Gelegenheit, Assad kennenzulernen, vor knapp einem Jahr, also im vergangenen Dezember. Der Mann war vielleicht skrupellos, also wirkt sympathisch, aber Saddam Hussein hat laut Aussage meines Freundes und Kollegen Kienzle, als er ihn getroffen hat, auch ganz sympathisch mit einem gebracht. Danach kann man nicht gehen. Aber der Mann ist nicht dumm. Und der wird nicht in dem Moment, wo der amerikanische Präsident gesagt hat, das ist die rote Linie, jenseits der ich militärisch eingreifen kann, dass er dann unbedingt diese Giftwaffen zum Einsatz bringt. Dagegen besteht für die andere Seite, und das sind keine Heiligen, nicht? Das sind Leute, die, ich will sie gar nicht schlecht machen, auch diese Salafisten und extremistischen Islamisten, aber die Leute, die in der Lage sind, ihre eigenen Kinder mit einer Sprengladung in das Lager des Feindes zu schicken, in der Überzeugung, dass sie dann in das Reich Gottes eingehen, also nicht etwa aus einer schädlichen Veranlagung, aber aus einer ganz anderen Einstellung, die wir nicht kennen. Die sind auch in der Lage, auch eventuell Giftgas auf die eigenen Leute loszuschicken. Es ist also nichts entschieden und wir leben in einer Atmosphäre der Unsicherheit. Und bemerkenswert ist ja auch, inzwischen reden wir ja sehr viel von der National Security Agency, die alles abhören kann, die auch heute Abend bestimmt wieder eingeschaltet ist. Ich habe lange genug in Frankreich gelebt, um zu wissen, dass auch in Frankreich immer schon abgehört wurde. Also, da war man nicht so skrupulös wie in Deutschland gewesen. Und es gehörte eine gewisse Naivität von Seiten der Deutschen zu, dass die Besatzungsmächte, die ja omnipräsent waren nach Abschluss des Krieges und die über die totale Abhörmöglichkeit bestand, dass sie das wieder abgebaut hätten. Das kann man beinahe nicht mal zum Vorwurf machen. Ein freundlicher Akt ist es nicht. Aber es ist immerhin bezeichnend, sicher, dass als diese Sache hochkochte mit der NSA und diese Omnipräsenz und Ablauschen und Ausschnüffeln und so weiter, dass dann auf einmal von amerikanischer Seite ein Telefongespräch aufgefangen wurde des neuen angeblichen
Kaiserchef Zawahiri, der mit seinem jemenitischen Kollegen vereinbart hat, jetzt mal einen großen Staat zu führen. Und daraufhin wurden sämtliche amerikanischen Konsulate und Botschaften zwischen Marokko und Indonesien auch zugemacht. Das war natürlich ganz klar, um der übrigen Welt zu zeigen, diese Aktionen, die wir durchführen, sind doch notwendig, die verhindern doch Schlimmste. Wir unterliegen einer Form der Desinformation von allen Seiten übrigens, die erschreckend ist und ernüchternd ist und im Grunde auch betrüblich ist. Und wir werden also auch, was sagen wir, die zukünftige Kriegsführung entgegengeht. Nun, im Moment verfügen die Vereinigten Staaten über eine technologische Überlegenheit, die unvergleichbar ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Russen, aber vor allem die Chinesen, ebenfalls dieses Niveau erreicht haben. Und was die Generalstäbe heute beschäftigt, ist ja nun sogenannte Cyberwar. Die Möglichkeit, mit elektronischen Mitteln, die elektronischen Mittel des Gegners, das kann auch ein Flugzeugträger sein, lahmzulegen, so wie man das so in verschiedenen Betrieben, aber auch schon in einem Land wie in Estland, ausprobiert hat. Wir gehen also da einer völlig neuen Situation entgegen. Aber kommen wir jetzt zu Syrien zurück. Der syrische Konflikt ist insofern so entsetzlich hoffnungslos, weil es dort nicht nur um politische Gegensätze geht, auch nicht nur um gesellschaftliche, sondern wir haben dort wirklich um konfessionelle Schwierigkeiten zu tun. Vergessen wir nicht, dass der Bürgerkrieg im Libanon 15 Jahre gedauert hat. Und das ist im Wesentlichen ein Krieg doch der unterschiedlichen Konfessionen gewesen. Ich kenne die Situation recht gut, weil ich in einem maronitischen Dorf 2 Jahre lang gelebt hat. Und man konnte zu allen hingehen. Man konnte auch zu den Leuten von George Habash hingehen und zu den größten Kindern, das war möglich. Aber es ist jetzt in Syrien ist die Situation folgende, dass wir, nehmen wir mal 100% Syrer, dass von den, sagen wir mal, 70% sunnitische Muslime sind. Und zwar im Grunde ganz vernünftig, weil die lebten auf ihren Dörfern im Saal. Aber die wirkliche Macht wurde ausgeübt von einer Sekte, die 12-13% nur ausmachte, die Alawiten. Ich werde also heute Abend Ihnen nicht erklären wollen, was der Unterschied zwischen syrischen Alawiten und türkischen Aleviten ist. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, ich bin auch ein hochinteressantes Thema. Da mischt sich nämlich sein Synkretismus, in dem sich Islam natürlich sehr starke schiitische Bestandteile, aber auch christliche Bestandteile. Bei den Aleviten wird zum Beispiel ein Brot der Kommunion mitteilt. Jetzt war als Gast, kam auch das überreicht. Und eben auch schamanistische Elemente, wo dann Tanz tanzt, ich habe das in der Anatolien miterlebt. Also diese Sachen spielen eine gewaltige Rolle. Und in Syrien ist es nun so gewesen, dass ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail. Syrien war ja nach dem Ersten Weltkrieg ein französisches Mandat geworden. Und die Franzosen sind ein schwieriges Land, Syrien zu beherrschen. Ich war bei der verschiedenen Gruppierungen. Es gibt ja nicht nur die Alawiten, es gibt auch die Drusen, die sehr heftig gegen die Franzosen gekämpft haben. Und die Franzosen haben natürlich nach dem alten Prinzip Teile und Herrscher versucht, auch die Alawiten, die an der Küste konzentriert sind, Latakia und Tartus, so eine Art autonomen Alawitenstaat zu schaffen. Und diese Leute waren dann immer von den Sultanen und Kalifen, also von der osmanischen, von der sunnitischen Führung, entsetzlich verfolgt. Selim I. hat da entsetzliche Massaker angestiftet. Und im französischen Mandat hat dann dieser Teil der Bevölkerung die Möglichkeit erhalten, die Franzosen haben militärische Hilfskräfte aufgestellt, da gingen die rein und wurden dann Offiziere, würden also ein alawitisches Offizierskorps, wenn es auch nicht so genannt wurde. Und die Lehrer wurden im westlichen Sinne dort bei den ausgebildeten, circa überwiegend doch
religiös orientierte Koranschulen, also doch islamisch orientierte Schulen, aber das sei dann eben ein westliches Erziehungsprogramm, also das sie also auch in der Verwaltung stark haben. Und man stellt sich immer vor, ich erinnere mich noch an das absolut törichte Interview, das der französische Außenminister Juppé seinerzeit gemeinsam mit dem saudischen Außenminister Saud bin Faisal abgegeben hat und der an die Syrer appellierte, doch endlich bei ihnen die Demokratie einzuführen. Das von einem Saudi. Ja, das schreit mir wirklich zum Himmel. Denn wenn es einen reaktionären und auch christenfeindlichen Staat gibt, es darf ja keine Messe in Saudi-Arabien gelesen werden, es darf kein Kreuz eingeführt werden, es darf keine Bibel rein, Juden dürfen überhaupt nicht einreisen, es sei denn, sie heißen Henry Kissinger. Aber das sind unsere lieben Freunde. Ich will auch gar nicht mal, sagen wir, puristisch sagen, wir dürfen da keine Waffen hinliefern. Wenn wir es nicht liefern, liefern sie anderen, und wir wollen ja Geschäfte machen. Aber wir sollten denen dann nicht ein moralisches Männchen überhängen. Das sind die Leute, die wie die Taliban, die wir ja als Horrorgestalten betrachten, die nach der Freitagspredigt den Sündern, den Dieben die Hände abpacken, wenn es schwer ist, aber die Köpfe abpacken oder die Frauen steinigen. Das findet in Saudi-Arabien heute noch statt. Das sind unsere Verbündeten. Das sind die Leute, die in der jetzigen Situation mitsamt den Emiraten, die auf einer ähnlichen, wenn etwas gemäßigter Linie liegen, diese Allianz ausmachen, der wir auch zugehören. Es kommen dann noch also größere Verwirrungen dazu, dass dann ausgerechnet diese Saudis, von denen man annehmen würde, sie würden mit den Moslembrüdern sympathisieren, gegen die Moslembrüder Stellung genommen haben, nämlich verglichen mit den Saudis sind die Moslembrüder, ich würde manchen erschrecken, noch relativ gemäßigte Leute. Und sodass wir also praktisch jetzt nur noch in der islamisch-arabischen Welt haben, zwischen einer Militärdiktatur und einem mehr oder weniger scharf ausgeprägten islamischen Gottesstaat. Aber nun zurück zu Syrien. Nicht? Das sind also diese Alawiten und vorher war keine, ich bin 1951 das erste Mal in Syrien gewesen, dabei herrschte keine Demokratie, da waren Diktatoren, da gerade der Diktator Shishaki dran, der wandte nie seinen Rücken an ein Fenster und eine Tür, weil er von dort geschossen werden konnte. Der Vorgänger Hosni Saim war gerade umgebracht worden und dann kam die Baath-Partei mit völlig verrückten Leuten, also die dann, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, also erinnern sich vielleicht noch an den schwarzen September, also dass Arafat versucht hat, in Jordanien einen Aufstand gegen den König Hussein zu machen. Das wurde dann von Hussein niedergeschlagen. Dieser damalige Führer der Baath-Partei, also ein Triumvirat, zwei Ärzte und ein General, völlig verblendet, wollten dann den Palästinensern zu Hilfe eilen und einen Krieg nach Jordanien reintragen. Der Befehlshaber der Luftwaffe zu dem Zeitpunkt, der syrischen Luftwaffe zu dem Zeitpunkt, war aber ein gewisser Hafez al-Assad. Und der wusste, dass im Falle eines solchen Kriegsausbruchs seine Luftwaffe am ersten Tag von den Israelis runtergeschossen ist. Und er wusste auch, dass er militärisch keine Chance haben wird, nämlich die Jordanier würden dann von Engländern, Amerikanern, Saudis auch immer unterstützt werden. Und damals ist die Machtergreifung von Hafez al-Assad nicht etwa als ein Übel empfunden worden, sondern die als die Verhinderung eines Krieges. Man muss die Dinge auch so sehen. Dann hätte es dann größenwahnsinnig geworden. Es ist ein extrem grausamer Herrscher gewesen, hat in einer einzigen Strafaktion gegen eine sunnitische Hochburg, das waren die Erbfeinde immer der Alawiten gewesen, 40.000 Menschen abschlachten. Also ich habe immer das Glück, dass ich an den Tagen, wenn das gerade passiert, durch diese Gegend dann durchgefahren war. Ich war an dem Tag von Putsch von Hafez al-Assad, war ich in Damaskus. Und an dem Tag von 1982 war das, von dem Massaker von Hama, bin ich durch Hama durchgefahren. Unbehelligt übrigens. Es gab nicht ein Wort, dann werde ich durchzukommen, das war Aschnabi, Ausländer. Dann wird man in Ruhe gelassen, gewissermaßen. Aber seitdem,
Also seit dem Jahr 1970 haben die Alawiten die Oberhand in Syrien. Sie haben die führenden Posten im Militär und in der Verwaltung. Sie haben natürlich auch Sunniten drin. Es gibt auch Sunniten, die sich angepasst haben. Das sunnitische Bürgertum von Damaskus und Aleppo war eher Assad-freundlich, was ihnen ganz gut geht und weil sie ja auch sahen, was in den anderen Ländern passierte, die da in diesen arabischen Frühling hineinschlitterten. Und der Hass aber, sagen wir, der salafistischen Bewegung, der Al-Qaida-Leute gegen die Alawiten, die betrachten die Alawiten als die schlimmsten Ketzer und Heretiker. Also auch die Drusen übrigens, auch ich will nicht noch über die Religion der Drusen reden. Aber sodass also der Spruch aufkam, die Christen nach Beirut abgeschoben, die Alawiten ins Grab. Und die Alawiten, das sind immer 13% der Bevölkerung, wissen, dass im Falle einer Machtergreifung von Al-Qaida und die Al-Qaida-Truppe im Moment auf Seiten der Aufstände ist die beste, ist nicht die freie syrische Armee, die ganz nette Leute sind. Das sind Deserteure, die den Assad nicht mochten, das sind auch bürgerliche Leute, das sind Sunniten, die nicht von Al-Qaida regiert worden sind, also gegen die ist nicht einzuwenden. Aber die wirkliche Kampfkraft dort, das ist die Shepard Nasser oder die Ashraf Asham, also die freien Syrer. Und die sind eben dann rein, soll ich sagen, fanatisch-religiös ausgebildet. Und die Alawiten wissen, dass ihnen der Tod droht. Die werden bis zum Letzten kämpfen. Und sie werden ja auch mit Waffen beliefert. Und es kommt dann noch etwas dazu. Entschuldigung, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Im benachbarten Libanon ist ja auch schon eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen. Auch dort, ist der Unterschied etwas anders. Im Libanon, im Südlibanon, leben reine Schiiten, 12 Schiiten, also die auch im Iran fähig sind. Und diese Schiiten des Libanon, bei denen ich mich öfters aufgehalten habe übrigens, sind ganz auf die Linie des Ayatollah Khomeini ausgerichtet. Also die ganz harte schiitische Linie. Aber sie sind nicht mehr die Geiselentführer, sie sind nicht mehr die unsicheren und vielleicht verbrecherischen Gestalten des Anfangs. Die haben nach dem letzten Krieg von 2006, den die Hezbollah gegen Israel bestanden hat, was nicht bemerkt worden ist. Die haben die Israeli 3 Wochen lang aufgehalten in Bin Jbeil. Und diese Hezbollah ist zu einer erheblichen einer Kampfkraft im Nahen Osten geworden. Die macht ungefähr inzwischen 50% der libanesischen Bevölkerung aus und ist der libanesischen Armee, die ja auch teilweise mit Schiiten besetzt ist, weit überlegen. Und inzwischen haben wir also auch im Libanon einen Kampf zwischen Schiiten auf der einen Seite und im Norden, in Tripolis, in Trablus, das ist nicht das Tripolis von Libyen, in Trablus, eine Hochburg der Sunniten, eine radikale Hochburg der Sunniten, aber auch eine Gruppe von Alawiten, die schießen schon seit ein paar Jahren herum. Aber jetzt, als es kritisch wurde für Hafez al-Assad und die Gefahr bestand, dass die Verbindung verloren ging zwischen den Schiiten des Libanon und den Alawiten Syriens, da ist dann die Hezbollah angetreten und hat die Ortschaft strategischer Herrschaft Al-Qusayr, entschuldigen Sie, dass ich mit den Einzelheiten komme, freigekämpft und dadurch ein zusammenhängendes Gebiet geschaffen, das im Falle einer Aufteilung Syriens, die ja durchaus nicht ausgeschlossen werden kann, ein zusammenhängender Staat an der Küste und im Nusayr-Gebiet entstehen könnte, das überwiegend alawitisch und hezbollah-mäßig gesteuert werden könnte. Und es kommt dann noch ein
zusätzlicher Aspekt hinzu, der auch in den deutschen Medien seltsamerweise sehr selten erwähnt wird. Als die ersten Unruhen des arabischen Frühlings mit einem Jahr Verspätung in Syrien begonnen haben, in dem Grenzort Dera, nicht so können, also das ist auf der Strecke von Amman nach Damaskus. Und da kam es von einem relativ ruhiger, also es war ein Kundgebungsstück, so Tahrir-Stil. Also ich muss ehrlich sagen, diese Tahrir-Geschichte ist mit mancher Beziehung ein bisschen erschienen, wie die Aktie 68 in Paris, aber gut. Dann aber hat die syrische Armee, die eine Brutal-Armee, das sind keine harmlosen Leute, die haben dann da reingeschossen und haben ein Gemetzel veranstaltet, das ist völlig unverhältnismäßig. Und dann kam ein Aufstand in der ganzen Umgebung zustande, die ja überwiegend die Dörfer, das sind Sunniten gemäßigt, das sind die Leute, das haben wir nicht ertragen. Aber dann kam das Seltsame, und das sollte man denken. Die Schwerpunkte des Aufstandes haben nur unmittelbar an der syrischen Grenze gelegen. Das war Dera, und Dera wurde unterstützt von, also die Aufständischen von Dera wurden unterstützt von Saudi-Arabien, von Jordanien, von den Emiraten, von den Amerikanern. Die Amerikaner hatten dort Special Forces und ihre Söldnertruppen, Blackwater und so weiter, die dort vorhanden waren. Und mit der Duldung Israels auch, seltsamerweise. Da ist also, sagen wir, der erste Kern des Aufstandes gekommen. Der zweite war in Homs. Homs liegt ebenfalls unmittelbar an der libanesischen Grenze und genau dort, wo eine Hochburg sunnitischer Muslime ist, die schon seit Jahren, ich habe das schon vor 5 Jahren erlebt, sich mit den Alawiten umschlossen. Der nächste Punkt war dann Idlib. Das ist die äußerste Ecke oben an der türkischen Grenze. Und seltsamerweise, und das ist auch eine Dinge, die ich schwer erklären kann, hat sich ja die Türkei voll engagiert in diesem Krieg. Ich bin ja an der Grenze gewesen. Die Grenze ist offen. Über die Grenze gehen laufend Waffenlieferungen, bezahlt von den Saudis, von den Emiraten, in das Aufstandsgebiet hinein. Und es ist nun leider so, dass die kampfkräftigsten Gruppen, die dort oben auf Seiten der Opposition sind, eben die salafistischen, die Al-Qaida-Kräfte sind. Dass die Amerikaner jetzt natürlich auch die Gefahr entdeckt haben, dass die Waffen, die sie indirekt ja auch mitliefern, die Saudis zahlen, die Amerikaner liefern, dass sie in die Hände von Al-Qaida fallen. Wir sind heute in der absurden Situation, dass die offizielle amerikanische Politik, die so wie sie Obama einführt, ein Bündnis mit Al-Qaida angegangen ist. Wie das ja auch zu Anfang von Al-Qaida gewesen ist, aber da müsste ich dann zurückgehen in die Zeiten des Krieges in Afghanistan, als die Mujahideen noch gegen die Sowjetunion mit verständlicher amerikanischer Unterstützung gekämpft haben. Ja, und nun haben wir auf der einen Seite diese Extremisten, die übrigens zum großen Teil Ausländer sind, die radikalsten Element auf Seiten der Opposition. Das sind keine Syrer, das sind nicht diese Deserteure der syrischen Armee, von denen es eine ganze Menge gibt, aber die ganz ordentliche Leute sind, sondern das sind Leute, die von außen einströmen, auch aus Deutschland übrigens, aus Tschetschenien, aus Pakistan, aus Afghanistan. Das sind Leute auch, die gelernt haben, auch im Irak zu kämpfen, die verstehen, mit Waffen umzugehen, sind also ihren Verbündeten, sogenannten Verbündeten von der freien syrischen Armee, weit überlegen. Und da ist einfach ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen diesen Alawiten, die im Falle einer feindlichen Machtergreifung totgeweiht sind, und den sunnitischen Elementen, die im Grunde mit denen in meinem Grunde auskommen könnte, aber es gibt keine Brücken mehr. Die Dörfer haben sich teilweise in eigenen Verteidigungseinheiten zusammengeschlossen, haben auch noch Kontakt untereinander. Die Landbevölkerung ist im Grunde relativ harmlos. Es sind wirklich die Elemente, die von außen reingetragen werden. Und leider spielt da auch die Türkei eine erhebliche Rolle, nämlich
die Waffen kommen frei über die türkische Grenze. Ich bin über die türkische Grenze rübergegangen. Es ist überhaupt keine Sperre da. Dann geht er spaziert dort rein und abends geht er abends auch wieder raus, um sich auszuruhen. Aber jedenfalls ist dort eine Situation, wie man sich hier nicht vorstellt. Man kann da keine, ich sehe da manchmal so Landkarten, die gezeichnet werden. Das ist keine Landkarte, sondern keine, da sitzen die und da sitzen die. Im Osten natürlich sitzt ist eine überwiegend sunnitische Bevölkerung und die ist dann sehr eng verwandt, auch über die Stämme, mit der irakischen Provinz Anbar. Aber ansonsten ist das ein Leopardenfell, wie man früher mal im Vietnamkrieg sagte, wo so einzelne Enklaven jeweils waren. Und das wieder zusammenzuflicken, wird extrem schwierig sein. Was sich Erdogan dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Erdogan, wie ich schon sagte, war ein guter Sympathisant der Moslembrüder. Und Mursis auch ganz besonders. Und dann ist das passiert. Sie wissen das in der Türkei, ich habe es vorhin erwähnt, in der Türkei, diese Militärs, die kemalistischen Militärs. Und der Kemalismus war ja eine laizistische, eine säkulare Bewegung. War nicht christenfreundlich, überhaupt nicht. Aber sie war also in keiner Weise religiös gefärbt. Es gibt Äußerungen von Atatürk, also von Kemal Pascha, über den Propheten, die ich hier lieber nicht wiederholen würde, nämlich morgen könnte mir dann noch was passieren. Also, er hat sich viel schärfer ausgedrückt als die deutschen europäischen Polemisten, die sich gelegentlich am Islam vergehen. Und das Element, das europäische Element, Atatürk hat es, es gibt nur eine Zivilisation, das ist die europäische, heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber dieses Element ist weggefallen in dem Moment, wo jetzt durch Erdogan die türkische Armee praktisch ausgeschaltet wurde und der höchste General der türkischen Armee zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt worden ist. Wie das möglich war bei einer Armee, die so stark in der war in der Türkei, die ja auch also selbstbewusst war, stolz war, wie die abgesichert wird, ist mir heute noch ein Rätsel. Aber, und das ist jetzt eben für Erdogan das Erschreckende, er hatte auf die enge Verbindung mit den Moslembrüdern in Ägypten spekuliert. Und jetzt passiert auch in Ägypten die Geschichte, dass die Moslembrüder ihrerseits ins Gefängnis eingesperrt werden, demnächst auch gehängt werden möglicherweise, und dass die Armee wieder dort die Macht ergriffen hat. Das ist eine Spaltung entstanden, das ist also die berühmte Wahl, die ich eben schon erwähnte, zwischen der Militärdiktatur und dem islamischen Gottesstaat. Ich will noch einen kleinen Satz hinzufügen, dann will ich aber Sie nicht länger aufhalten. Es ist, ich gebe zu, es ist wahnsinnig kompliziert und wäre sehr schwer auszudrücken. Deswegen bin ich schon froh, auch ein paar Fragen von Ihnen beantworten zu können. In Syrien leben auch Kurden. Es sind 2-3 Millionen Kurden, die in der äußeren Nordostecke sind. Und die an für sich immer ein sehr gespanntes, beinahe kriegerisches Verhältnis zur Assad-Familie haben. Die mochten die Aleviten nicht, die Kurden sind zu ihnen. Und sie mochten auch diese Vorherrschaft dieser Aleviten nicht. Dann ist Assad klug gewesen, er ist kein dummer Mann. Es ist auch nicht, sein Vater war der Schlechter. Er ist nicht der eigentliche Schlechter, der als den er so gern hingestellt hat. Aber der hat dann erkannt, gibt es in Kurden da oben noch eine Autonomie, die können ihre eigene Fahne haben, die können ihre eigene Armee aufstellen, die Peschmerga, so wie es im Nordirak passiert ist. Und dann hast du auf der Seite in Ruhe. Und damit brockt sich natürlich Erdogan einen zusätzlichen Konflikt an den eigenen Grenzen, im eigenen Umfeld ein, nämlich diese syrischen Kurden sind sehr viel radikaler als die irakischen Kurden im Norden. Das sind Öcalan, das sind PKK-Kurden. Und insofern stehen uns auch da noch Zersplitterungen des Staates und, noch Unwägbarkeiten vor, die wir gar nicht erwissen können. Aber ich habe jetzt schon viel zu lange geredet und danke Ihnen für Ihre Geduld bei diesem extrem schwierigen und komplizierten Thema.
Syrien als Staat zerschlagen wird, beziehungsweise nicht unter der Autorität der Assad-Familie bleibt, ist die Tatsache, dass sie die Gefahr sehen, und in Israel sieht man diese Gefahr besonders stark, dass zwischen Iran, Irak, der Irak, der zu 70% schiitisch ist, also auf Seiten des Iran steht, dann ein syrischer Staat, der mit den Schiiten sympathisiert, und dann schließlich die Hisbollah am Libanon, die eine mächtige Kampfkraft ist, die israelische Erfahrung macht, dass er zwischen der Grenze von der Westgrenze von Afghanistan und dem Mittelmeer eine durchgehende schiitische Brücke geht, die natürlich den Vorstellungen der Amerikaner nicht entspricht, die aufs Engste mit den sunnitischen Saudis verbunden sind und die da eine Gefahr auf sich zukommen sehen, zumal seltsamerweise, ja, ich verstehe es gar nicht, das Gespräch zwischen Washington und Teheran einfach nicht zustande kommt. Und ich vertrete immer noch die Ansicht, ich vertrete es auch gegenüber, wenn ich in Israel bin, den israelischen Militärs gegenüber, die iranische Atombombe, falls sie eines Tages entstehen sollte, wird sehr viel weniger gefährlich sein als die pakistanische Atombombe, die bereits existiert. Und jetzt habe ich noch recht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss man erst mal leisten, frei eine Stunde diesen brillanten Vortrag über die Nahen Osten. Sie können sich jetzt zu Wort melden und dann wird Ihnen ein Mikrofon gebracht. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesehen, erlauben Sie mir, eine Frage zu Beginn zu stellen. Und zwar, bei dieser ganzen verwirrenden Situation, wie soll sich unser liebes Deutschland verhalten? Also es klingt vielleicht etwas zynisch, aber ich würde Ihnen dringenden Rat geben, sich dort rauszuhalten.